Skyfox an mobile Einsatzzentrale. Bitte bereithalten. Skyfox, ich bin froh, dass Sie sich melden. Wie läuft es? Super, könnte nicht leichter sein. Ich bin soeben in Willis geheime Festung eingedrungen. Großartig. Jetzt müssen Sie die Sauermilchbombe lahmlegen. Und schon bin ich drin. Spyfox, Ende. Spyfox, Ende. So, wir sind jetzt hier in der Festung vom Willy. Willy. Filmaus. Okay, da geht's. Heiße Butter, da ist Willis Riesenmilchkarton. Die Bombe. Wie hortet die Milchreserven der Welt in dem Riesenkarton? Ich muss dieses Grauen ein für alle Mal weg. Wie wär's mit da reingehen? Dieses Ding hat mich nicht nur im Visier, es lässt mich auch nicht durch. Ich sollte mich nach einer Uniform umsehen. Nach einer Uniform? Was ist das hier für ein komischer Container? Da oben ist wieder sowas, so ein Hinweis. Das sieht aus wie eine Art Umkleideraum für Willis böse Lakaien. Einen Augenblick. Kurz, ich mache das jetzt einfach mal abmalen. Wahrscheinlich brauche ich das noch. Wäsche. Er hat sogar so eine Gasmaske auf. Ist wieder was los? Eieiei. Da ist ein Hai im Waschbecken, mein Gott. Ich frage mich, wozu dieses Diagramm ist. Es sieht aus, als ob es etwas bedeutet. Es bedeutet ja auch etwas. Wahrscheinlich. Da duscht einer. Was? Gelber Overall. Ich möchte wetten, dass das die offizielle Uniform der NDZ ist. Mitnehmen. Dahin wird mich niemand erkennen. Da ist nichts. Käse. What? Was? Ist das? Das ist ein Geheimgang. Schlau, deine Lampe dran zu machen. Ach, guck an. Was für ein raffinierter Geheimgang. Willi Frau Brecher kann jederzeit von der Stadtmitte in seine Geheimfestung gelangen. Also ist das direkt darunter einfach. Gut. Was? Was war denn das gerade? Ein Computerspiel ist ein Computerspiel ist ein Computerspiel. Was? Ich glaube, jetzt wiederholt sich. Was ist das? Guck mal da. Die Kuh. Das Rind. Das Quack. So ein komischer von Willis Leuten. Die Monkey Penny. Das ist ein Fuchs, aber kein Wolf. Mein Gott, hier geht alles mit... Was? Noch ein Apfel. Probelt sich in der Nase hier. Also, das ist ja... Die haben nicht mal Benehmen. Fährt da? Da?
Kaputt. Kaputt, alles kaputt hier. Da fliegt irgendwie Post oder was ist das? Grande Formaggio? Oh, richtig. Italienisch für der große Käse. Wie drollig. Wie drollig. Ansonsten, ich sollte diese Tür besser auflassen, falls ich später nochmal hier rein muss. Ja. Eine gute Idee. Also wieder rein. Das führt genau auf diesen Marktplatz von der Insel. Das beschleunige ich jetzt mal ein bisschen. Ich glaube, ich ziehe mal diesen Anzug an. Dieser Neck. Oh, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich aus Versehen drauf gedrückt. Naja, was soll's. Upsala, das war, glaube ich, ein bisschen zu laut. Jetzt müsste ich ja auch eigentlich da reinkommen. Oh oh, da kommt jemand. Ich sollte mich besser verstecken. Wie läuft? Das ist also der hinterhältige Willi V-Brecher, über den sich alle so aufregen. Frau Roskatz, legen Sie diese Schlüsseltasche wieder dorthin, wo sie hingehört. Sie enthält den Schlüssel zum Entschärfen. Er ist jetzt das Einzige, was meine Sauermilchbombe noch lahmlegen kann. Sofort, Eure Ziegenheit. Ich habe das Geld auf Ihr Bankkonto überwiesen. Danke für Ihre Hilfe. Es ist eine Freude, mit Ihnen Geschäfte machen zu dürfen. Rufen Sie mich jederzeit an. So, so, da ist der Schlüssel. Ich muss diesen Schlüssel, den er erwähnt hat, in die Finger kriegen. Ja, das sagte ich schon. Beziehungsweise nicht. Und dieses Teil bekommt mir auch ganz bekannt vor. Das sieht genauso wie das Diagramm drüben im Umkleideraum aus. Was sieht eigentlich, jetzt wenn ich muss das jetzt die Hebel in die Stellungen bringen, die in dem Diagramm gezeigt wurden. Wenn ich das jetzt nicht verändere. Wo geht's denn hier überhaupt lang? An diesem Ort müsste Willi V-Brecher die Steuerung für seine Sauermilchbombe haben. Ich sollte Monkey Penny wissen lassen, dass ich es bis hierher geschafft habe. Spy Fox an mobile Einsatzzentrale. Bitte bereithalten. Spy Fox, schön von Ihnen zu hören. Was gibt's? Ich bin in Willi V-Brechers Kontrollraum. Das Steuerpult für die Sauermilchbombe ist genau hier. Klasse. Sie müssen jetzt nur noch den fehlenden Schlüssel finden, um die Sauermilchbombe lahmzulegen. Weiß ich. Das dürfte nicht zu schwierig sein. Spy Fox, Ende. Spy Fox, Ende. Um Willis Sauermilchbombe zu entschärfen, muss ich den Schlüssel ins Steuerpult stecken. Komisch, dass das einzige der Schlüssel ist, ja? Warum aber die Teile, wie diese Karte hier und das, was auch immer das sein soll, schon drinnen sind? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Das ist, also... Wie ortet die Milchreserven der Welt in dem Riesenkarton? Ich muss dieses Grauen ein für alle Mal beenden. Ja. Ansonsten... Oh, es leuchtet. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Ein Augenblick, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich auch wieder. Huch, was ging jetzt da? Und weiter geht es. So, der Schlüssel ist vonnöten, um diese Sauermilchbombe abschalten zu können. Hier ist dieses Pult. Ich glaube, ich erinnere mich gut genug an das Diagramm, um die Hebel in die gleichen Stellungen zu bringen. Das müsste einfach so, so. Kann man jetzt hier hoch, oder was?
Ja, man kann. NDZ. So. Kann man einfach einsteigen? Das ja. Muss eine Art Schienenwagen sein, mit dem man durch Willis Festung fährt. Ich weiß jetzt nur nicht, in welche Richtung. Das sieht aus wie eine Reklametafel. Willis Innendekorateur sollte gefeuert werden dafür, dass er diese Reklametafel hier aufgestellt hat. Diese Reklametafel bringt mich auf einen Witz. Was passiert, wenn man den ganzen Tag lang zuhören muss, wie Willi Frau Brecher flucht und meckert? Man wird reklamemüde. Ein Wortspiel. Ich frage mich, warum eine Reklametafel mitten in einer Geheimfestung ist. Ja, ist gut, Kennen wir schon. Hier ist nichts. Was ist das da? Beim Anblick von Willis teuflischer Milchtüte dreht sich mir der Magen um. Er muss aufgehalten werden. Ja, das stimmt. Hier ist so... Was? Gut. Da ist ein ganzer Affe drin. Oder Gorilla, oder... Die Wachen sind in Warteposition. Ich frage mich, was sie bewachen. Das frage ich mich auch. Oh, guck mal, Seifenblasen, wie schön. Kaputt. So einfach geht das. Hey, wo wollen Sie denn hin? Oh, hi, ich komme von der Buchhaltung. Ich soll alle Büros zählen. Ich muss in den Raum dort hinein, um sicherzustellen, dass es wirklich ein Büro ist. Wenn Sie von der Buchhaltung sind, wissen Sie doch ganz genau, dass das Willi V. Brechers Büro ist. Niemand außer dem großen Ziegenkopf persönlich darf dort hinein. Oh, richtig. Natürlich. Wie dumm von mir. Das ist das Büro, was wirklich zählt. Tut mir leid, Sie belästigt zu haben. Tja, so kommt man dann nicht hinein. Ich muss in Willis Büro und mich umsehen. So, hier gibt's sonst nichts, oder? Außer die Leute. Aber, wenn ich mich recht entsinne, hier bewahre ich meine Spionsachen auf. Gibt es hier diese Münze, die nicht funktioniert. Die ein Netz herauskommen lässt. Es gibt ein Geräusch, das Ohr besser hört als jedes andere. Das Geräusch einer heruntergefallenen Münze. Mit dieser Münze zahle ich es Ihnen heim. Dum, dum, dum. Der Hund. Leute, ich bin im Auftrag unterwegs. Sie müssen mit Leib und Seele Buchhalter sein. Was ist das denn? Oh, okay, wiederholt sich. Oh, das muss Willis geheimes Vulkanbüro sein. Ich sollte mich umsehen. Da ist der Schlüssel. Ich wollte doch gar nicht nach draußen. So. Schon wieder so ein Spion. Da draußen ist wieder einiges los. Ist eine Vase. Nein, ich komme nicht raus. Wieso denn nicht? Oh, nein, ich komme nicht raus. Echt nicht?
Na gut, aber wenn Sie hinsehen, laufe ich weg. Was? Er hat mich gesehen. Eine Schlange. Weglaufen. Mist. Das ist ja lustig. Nein, ich okay, was ist raus. Das hier? Was ist das? Gar nichts. Kann man malen. Ich dachte vielleicht, dass hier was steht, aber ansonsten... Guck mal hier. So. Dann noch so. Hier ist eine Tür. Also mit der Maus irgendwas malen ist total bekloppt. So, oder warte mal. Ich mach das jetzt so. Sieh an. Ist das nicht schön? Dann mache ich hier so einen Schornstein hin. So. Und das ist dann noch rot. Also es ist richtig schwer so mit der Maus. Das sieht so bekloppt aus. Und hier fehlt noch ein Fenster. Das ist jetzt ein bisschen schief, aber... So, fertig. Das ist ein super Bild. So. Es gibt so wenig Farben. Ja. So.